Willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Michael Wirlitsch. Heute wieder eine Zuschauerfrage, Thema Gleichartigkeit von Abmahnungen. Meine Aufforderung vom letzten Mal, mich zu fragen, hat Konsequenzen gehabt. Andreas hat mich angeschrieben, hat mich gefragt, wie ist es denn eigentlich, kann ich auch gekündigt werden, wenn ich Abmahnungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen bekomme. Er ist zum einen mal zu spät gekommen, hat deswegen eine Abmahnung bekommen und dann gab es einen massiven Streit mit seinem Arbeitskollegen. Da ist der Arbeitskollege auch etwas beleidigt worden. Da gab es die Frage dann, ob es jetzt eine weitere Abmahnung erforderlich ist oder ob man dann wegen diesem Streit, der keine körperlichen Auswirkungen hat, aber schon, man hat sich halt ein bisschen angebrüllt, ob man deswegen kündigen kann. Man diskutiert dieses Thema unter dem Stichwort Gleichartigkeit der Abmahnung. Das heißt, die Abmahnung, die vorangegangen ist, muss mit dem jetzigen Fehlverhalten in irgendeinem Zusammenhang stehen. Die Literatur spricht dann teilweise von der gleichen Ebene, aus dem gleichen Bereich kommen. Die Rechtsprechung verwendet, glaube ich, den Begriff Gleichartigkeit der Abmahnung. Da ist immer die Frage, welche Gruppen bilde ich? Der Oberbegriff ist ja häufig Fehlverhalten des Arbeitnehmers. Andreas hat unter Umständen hier ein Fehlverhalten dann auch an den Tag gelegt, indem er zum einen die Arbeitszeit nicht eingehalten hat und nachher mit dieser etwas haarhärteren verbalen Auseinandersetzung vielleicht hier auch die üblichen Regeln, die bei uns in Mitteleuropa gelten, dann auch nicht eingehalten hat. Grundsätzlich ist es erforderlich, dass Abmahnung und Kündigung in einem Verhältnis zueinander stehen, also gleichartig sind. Ein Fehlverhalten, das muss sich aufeinander beziehen. Also eine verbale Auseinandersetzung, die etwas über die Stränge schlägt, ist nicht gleichartig zu der Frage, wenn ich morgens mal etwas zu spät komme. Das heißt, wenn vorausgegangen ist, dass ich zu spät komme und deswegen eine Abmahnung bekomme und ein weiteres Fehlverhalten aus einem anderen Bereich an den Tag lege, kann ich deswegen nicht verhaltensbedingt gekündigt werden. Bei der verhaltensbedingten Kündigung sind ja drei Voraussetzungen, die hatte ich ja in einem anderen Video schon mal erläutert. Ich brauche ein Fehlverhalten, Abmahnung und die Verhältnismäßigkeit. Das sind ja die drei Punkte und hier würde das am Kriterium Gleichartigkeit der Abmahnung scheitern. So viel zu dieser Frage. Vielen Dank, Andreas. Ansonsten besuchen Sie uns doch mal auf unserer Webseite. Da freue ich mich, wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben. Stellen Sie diese Fragen, kommentieren Sie, freue ich mich. Und über ein Abo freue ich mich auch. Like auch. Und ansonsten demnächst wieder auf diesem Kanal. Tschüss.